Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zum ATI-Alltag am Montag. Wir sind auf Tier 7 angekommen, wir haben uns ja so langsam von oben runter gearbeitet und heute sitzen wir in der Lorraine 155-50, also die französische ATI auf Tier 7. Und wenn man sich die ein bisschen genauer anschaut, dann ist die halt immer noch sehr mobil und sehr wendig, also somit die mobilste würde ich fast sagen. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Russen, die ja echt langsam sind. Und sie ist im Vergleich zu den High-Tier-Franzosen gar nicht mal, was so Alpha angeht, gar nicht mal so hinterher. Also wir wissen ja, gerade auf den höheren Tierstufen ist das Problem bei den Franzosen, dass sie ja so ein relativ wenig Bums in der Kanone haben. Aber wenn man sich jetzt die Kanone mit den Simon mal so ein bisschen vergleicht, dann stellt man fest, natürlich die Russen mit ihren ganz großen Kanonen, die es da gibt, die sind da nochmal ein bisschen, ja, mit mehr Alpha versehen. Aber so im Vergleich zum Beispiel zur amerikanischen oder zur deutschen hängt sie gar nicht so viel hinterher. Die Genauigkeit ist so im mittleren Bereich. Und ansonsten, Einzielzeit ist auch in Ordnung und sie ist halt relativ mobil. Ne? Der Richtbereich nach links und rechts ist auch okay, da ist die Deutsche zum Beispiel noch mal ein bisschen besser, die GW Panther. Aber ansonsten passt das alles. Können wir hier eventuell supporten? Das Problem ist, ich will ihn halt... Okay. Ich weiß ja, dass man mittlerweile mit der ATI nur noch stunt, aber stunt ist halt auch scheiße, wenn er so im Infight ist. Und deswegen warte ich trotzdem, bis derjenige rausgeht. So, unser Team ist nicht wirklich auf den Berg hochgefahren. Ein paar bewegen sich jetzt hoch, aber... Naja, müssen wir mal jetzt abwarten. Aim schon mal, ich drehe mich schon mal hoch zum Berg. Also man muss natürlich öfters mal nachaimen, weil wie gesagt, der Richtbereich, das ist okay. Das ist aber jetzt auch nicht mega, ne? Also gerade auf so großen Karten wie hier, wie Malinowka, da muss man doch dann schon hin und wieder mal nachrichten. So, AMD in der Mitte. T150 scheint da nicht hochgefahren zu sein, doch. Löwe, da ist er. Also, der Löwe ist da, der T150. Weiß ich jetzt nicht. Schöner Hit. Vorteil ist auch immer noch, dass, glaube ich, die Flugkurve relativ flach ist. Dementsprechend sind die Granaten schnell da. Ach komm, spottet ihn nochmal bitte. Kommt schon. Komme ich entweder auf den P43 drauf. Ah ja. Ah Mist. Jetzt müssen wir mal gucken, der EBR da links, der gefällt mir nicht so wirklich. Der Hotchkiss, so der Löwe kommt jetzt hochgefahren. Ist gestunt von der anderen Art, die noch dabei ist. Der trifft unsere Art aber auch gut. Da kommt noch ein Tiger. Ja, wenn er so ist gut. Okay, wir haben ihn immerhin gestunt. T150. Der Reload ist auch ganz angenehm. Das finde ich okay. Ne? Das merkt man. Also da ist der Sprung zu Tier 8 manchmal schon relativ heftig. Wow, in die Seite. Und trotzdem nur 170 Damage. Das ist natürlich nicht so viel. So, können wir den Löwe jetzt eventuell auf One-Shot-Niveau runterbringen? Das wäre super. Ja, wir kommen da nur ganz schwer ran. Nein! Oh, so ein Mist. Wieso nehmen wir ihn denn nicht raus? Er hat noch 2 Lebenspunkte. Ah! Oh. Nein! 10 Hitpoints! Ach, kommt schon.
Ja, und jetzt geht unser Löwe da raus. Ach, Mist. Wir hätten zweimal denjenigen rausnehmen können. Das ist natürlich jetzt echt blöd. So, Tiger. 3 Sekunden. Ja, Splash hat sie nicht so viel, ne? Da merkt man wieder, typisch Franzosenartig. Ich frage mich immer noch, warum ich mich bewege. Im Moment sind die Tracer ja eh nicht zu sehen. Ah, schön. Er nimmt den blind raus. So, Skoda. Ja, hier rächt sich jetzt die flache Schussbahn. An den kommen wir nämlich nicht. Der muss dann schon hier hochfahren. Ja, also das sehen wir. Da hat man auch als andere Arti Schwierigkeiten, richtig ranzukommen. Oh, der Löwe hat sich verlegt. Okay, er geht raus. Das ist gut. Ansonsten hätte ich jetzt auch nochmal geschossen. So, jetzt brauchen wir natürlich... Ich versuche mich mal... Oder auf den AMD erstmal. Okay, der geht raus. Mich ein Stück wieder nach hinten zu verlegen. Ah, EBR. Der geht auch raus, okay. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch den AT-7, der da hinten gespottet war. Wir haben noch einen Scorpion G, der irgendwo ist. So langsam müssten wir jetzt mal ein bisschen Licht bekommen. An den komme ich halt leider nicht ran. Der muss halt hochkommen, ne? Da habe ich keine Chance. Hier hinten in der Basis am kleinen, also hier an dem kleinen Teich oder was das ist, da stehen jetzt 3 Mediums von uns. Dort machen sie jetzt gerade nicht relativ viel, ne? Wir brauchen sie jetzt dort, wo sie Licht machen können. Oh, der AT-7. Na, vielleicht sind sie ja doch ganz gut. So, ich ziele ein, ich ziele ein. Was denn da mache ich an 311? Das, manchmal muss man es nicht verstehen. Nimmt er den raus? Ja, der nimmt den raus. Oh, Talk haben wir ja auch noch. Nein, der bleibt stehen. Du Scheißding. Mist. Ich halte extra ein Stück weit vor. Und dann bleibt der stehen. Dass er so in den Schuss reinfährt. Und einmal Damage. Ah, komm schon. Oh, da oben der Skorpion gefällt mir nicht. Muss wehtun. Ich verleg mich mal, damit der Skorpion mich dann nicht... Oder der Skoda. So, Tok. Tok ist raus. Skoda ist oben. Ja, ja, doch. Der will. Der will. Mittlerweile ist er heiß hier. Mein Freund. Komm doch mal hoch. Okay, der Schuss ging vorbei. Aber es ist bloß noch der Skoda. Und die beiden Artis. Der Leo geht jetzt schon auf Arti-Suche. Ach, der ist schon direkt hochgefahren, okay. Oh, ich treffe das Wrack. Man hat es gehört. Da war er schon tot. Mist. Aber jetzt sehen wir hier, wir können jetzt, die hat echt eine super Topspeed, ist super mobil. Also verlegen ist mit der echt sehr, sehr gut. Das kann man auch dazu nutzen, um jetzt wie hier die, den Weg der Granaten einfach zu verkürzen, dass man, dass unsere Granaten vielleicht eher am Ziel sind. Also wie es aussieht, hat der Leo Gocke, hier ist noch ein Bäumchen gefallen. Da fallen Bäume und so schnell wie das ist, ist das ja genau. Ja, okay, Splash hat sie nicht. Leo wird es jetzt machen. Ja.
Ist eigentlich bloß die Frage, wo ist die M12? Okay, ich snap mal. Da ist er tot. Ja, 1500 Damage. Das ist schon okay. Aber so, ich muss mich immer noch an diese Spielweise gewöhnen. Und gerade der nicht ganz so breite Richtbereich, da muss man dann doch gucken, wo man hinaimt, dass man nicht permanent am Umaimen ist. Auch wenn da die Einzelzeiten nicht mega kacke sind, trotzdem muss man da ein bisschen mehr Geduld mitbringen, glaube ich. Das war jetzt nicht mega optimal gespielt, würde ich mal sagen. Also mal gucken, jetzt hier die Belohnung interessiert mich auf dem Presseaccount ja eh nicht. Es war eine zweite Klasse. Insgesamt 1800 Damage. Also für eine Siemer-Arti war das auf jeden Fall gut. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl bei der Runde, dass es auch besser gegangen wäre. Warum auch immer. Platz 3 von den XP. Schaden auch Platz 3. Also insgesamt eine... Also darf man sich jetzt nicht beschweren über die Runde, ne? Auch hier Support-Damage. 1100. Alles gut. Aber es bleibt irgendwie das Gefühl übrig, dass es noch ein bisschen besser gegangen wäre. Sei es drum, wir gucken nochmal in eine zweite Runde mit der Lorraine 155-50. So, zweite Runde. Wir sind in einem Begegnungsgefecht auf Redshire. Da ich die auf meinem Engel-Account deaktiviert habe, ist das jetzt immer so eine Überraschung, wie sich da so das Team verhält, beziehungsweise vor allem auch, wo man hinfährt. Die Startpunkte sind ja so ein bisschen verrückt. Der Cap-Punkt ist dort in der Mitte bei E3-4. Und wir gucken einfach mal, was wir machen können. Ansonsten, wir sind Top-Tier gegen 6er. Und ich würde trotzdem mal vermuten, dass wir erstmal hier hoch aimen. Vielleicht macht der E25 was auf. Interessant ist auf jeden Fall, dass nur der KV-2 Richtung... Ach, der Black Prince ist scheinbar AFK. So, macht der E25 was auf? Fährt hier jemand hoch? T50-2 rechts macht es auch nichts auf. Das ist auf jeden Fall interessant. Das Problem ist hier, dass man noch relativ schwer in den Cap reinkommt, dadurch, dass hier diese Hügellandschaft ist. Und es war bis jetzt kein Gegner gespottet. Okay, da ist ein Light, da aim ich jetzt nicht um. Eventuell fährt er sogar rein. Ne. Aber hier oben. Oh, der flog gar nicht mal so schlecht. So ein Verdachtsschuss da einfach. So, VK. Wird schwierig. 85M schon eher. Wow. Das war knapp. Wie sieht es denn hier drüben bei den Heavys aus? Kommt man da irgendwie... Nope. Dann versuchen wir mal hier weiter. Oder vielleicht da beim E25. Oder beim VK. Na, mein Freund. Da, also Berghänge ist natürlich mit der Arti so ein Problem. Wegen dem flachen Schusswinkel. Aber wir haben Glück, wir treffen ihn am Turm. So, hier stehen die Kollegen jetzt so, dass ich nicht rankomme. Obwohl, jetzt fahren sie ein Stück zurück. Wenn sie so weit zurückfahren, kann ich rankommen. An den T20 komme ich nicht ran. Da ist er auch schon wieder zu weit. Da ist der Turm im Weg. Mist. Steht genau in der Verlängerung. Nein. Oh, gut, er ist vorbeigesegelt. Der Schuss ging nicht gerade, deswegen habe ich jetzt auch getroffen. Ansonsten wäre er nämlich an dem Turm hängen geblieben. So, wir müssen den 85er hier ein bisschen supporten, denn es sieht dort tatsächlich nicht so gut aus. Ach, der Chito ist auch noch dort. So, Leo. Joa, also, so Splash-Radius ist echt dünne, muss man sagen. Dass man da am Heck jetzt gar nichts gemacht haben. Nur Stun. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Steht 4 zu 6. Die Runde sieht nicht gut aus.
So, ich hoffe, die spotten da drüben so weit, dass ich... Na, ich habe da kein Vertrauen. Nee, ich habe zu dem Aril und zu dem 45 TP kein Vertrauen. Was man sieht ist, sie dreht ein bisschen schwierig. Also sie hat einen sehr großen Wenderadius. Aber wie gesagt, sie fährt schnell. Das ist echt angenehm. So, komme ich an irgendwie hier was ran? Ja. Habe ich da was getroffen? Ah, die Hellcat ist auf jeden Fall nicht gestunt. So. Ja, die interessieren sich gerade alle nicht für den Cap. Gut, das läuft noch 3 Minuten. Das ist ein Begegnungsgefecht. So, Hellcat, ich aime. Sehr schön getroffen. Habe ich jetzt auch schon wieder Zweifel gehabt, ob der trifft, aber sehr gut. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Unterstützungsschaden. So, hallo Leo. Wenn du da stehen bleibst, wäre das... Kommt, spottet ihn nochmal. Kommt, spott den Leo. Shit. Oh, noch nicht mal gestunt. Was? Mist. Warum stunne ich ihn da noch nicht mal? So, 9 zu 7. Wir führen wieder, was die Kanonen angeht. Sehr gut. Nimm ihn raus, dann kannst du um den T-50-2 kümmern. Der VK steht schon wieder am Cap. So, das wäre jetzt eine Situation, wo ich reinhalten würde, weil der 45 TP auf jeden Fall noch genug Hitpoints hat, um sich da zu verteidigen. So, der VK, da geht raus. Und jetzt noch die 85M und der T-20. Selbst wenn ich den, also den T-50-2 da nicht treffe, wenn ich ihn aber stunne, ist das auch schon mal ein Vorteil. So, komme ich mit einem Kunstschuss durch das Tor? Ah, oh, dann mache ich nichts, oder? Na, fährst du so weit? Ja, okay, der E25 pusht ihn jetzt raus. Keine Chance. Hätte ihn vielleicht gestunt, aber hätte nichts genützt. So, hier machen wir jetzt deutlich weniger Schaden. Das zeigt auch nochmal, wie gut die erste Runde eigentlich war. Auch wenn ich da, wie gesagt, jetzt gerade nicht den zufriedensten Eindruck hinterlassen habe. Also, wie gesagt, die Runde war nicht schlecht, die erste. Aber irgendwie hatte ich da das Gefühl, das wäre noch irgendwie besser gegangen. Gerade auf so Malinov, kam Prokhorovka, denkt man immer als Artifahrer, na, da muss doch noch was gehen. Aber sei es drum. Wir bekommen jetzt hier eine dritte Klasse, machen 1145 Schadenspunkte, das ist auch okay. Support Damage 715 ist in Ordnung. Gerade so plus wegen den Verbrauchsgütern. Und von der Wertung her, Schadenplatz 4, XP, oberes Mittelfeld für eine Arti, völlig in Ordnung. Ich glaube, auf größeren Maps, wo man sich auch mal verlegen muss, wie Malinovka, Prokhorovka vielleicht, oder auch, was wir jetzt Redshire hatten, das kann auch notwendig sein, ist man mit diesen französischen Artis, gerade mit der Sima, gar nicht so schlecht aufgehoben, weil, wie gesagt, der Unterschied so vom Bums der Kanone, der fällt jetzt nur beim Stun auf. Aber auch die anderen Sima haben jetzt nicht den Mega-Splash-Radius oder Stun-Damage. Also das muss man sich immer noch vor Augen führen. Der Sprung bei den Artis von Tier 7 auf Tier 8, der ist extrem spürbar. Ich finde sogar so, also das ist so der größte Sprung in meinen Augen. Und die Sima-Artis sind im Allgemeinen nicht so meine Lieblings-Artis. Wobei, das, was ich jetzt hier bei der Lorraine gesehen habe, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ich hänge ja aktuell bei der Crusader SP und die finde ich grauenhaft. Die ist schrecklich. Die Kanone ist schrecklich, weil das Problem ist, sie ist jetzt nicht so ungenau, die Crusader, aber sie hat einfach null Bums. Da ist nichts dahinter. Wenn man nicht direkt trifft, ist man echt gearscht. Den Eindruck hatte ich jetzt hier bei der französischen Artillerie nicht. Wenn es euch immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt eure Meinungen.
zu den beiden Runden gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Supporter, Parsival, Kedö, Krongsturm und 122er Watt. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.